Aufnahmen des iranischen Staatsfernsehens. Auf den Live-Bildern aus der Teheraner Innenstadt haben sich tausende Anhänger des iranischen Präsidenten Ahmadinejad versammelt. Seine Gegner zeigt das Fernsehen nicht. Als Reaktion auf die anhaltenden Proteste gegen den Ausgang der Präsidentenwahl hat die iranische Regierung die Pressefreiheit für ausländische Medien drastisch eingeschränkt. Kein Journalist darf aus Teheran Bilder machen oder Filme drehen. Lediglich von ihren Büros aus durften die Journalisten weiterberichten. US-Präsident Obama äußerte sich erneut besorgt über die Lage im Iran. Was dabei in den nächsten Tagen und Wochen herauskommen wird, müssen ausschließlich die Menschen im Iran entscheiden. Aber ich stehe hundertprozentig hinter dem Prinzip, die Stimme des Volkes sollte gehört, nicht unterdrückt werden. Universal principle that people's voices should be heard and not suppressed. Eine Aussage, die beim iranischen Parlamentspräsidenten Larijani sicherlich nicht gut ankam. Er verbat sich am Dienstag erneut jegliche Einmischung in iranische Angelegenheiten. Die Amerikaner sollten sich besser keine Sorgen um den Iran machen, sondern vielmehr ihre Skandale aus der Vergangenheit aufarbeiten. Es sei aber gut, dass die US-Regierung jetzt ihr wahres Gesicht zeige, das sie in den vergangenen Monaten versteckt habe. Trotz des staatlichen Verbots sind nach Berichten von Augenzeugen wieder tausende Oppositionelle in Teheran auf die Straße gegangen. Bilder davon gab es aber nicht. Dafür aber von Exil-Iranern, die wie hier in Frankfurt protestierten und sich mit ihren Landsleuten im Iran solidarisch zeigten.